In Israel finden derzeit zum fünften Mal die österreichischen Kulturtage statt. In drei Konzerten in Tel Aviv und Jerusalem wird mit Operette, Wiener Liedern, aber auch mit jiddischer Musik Flair aus Österreich verbreitet. Die Idee dahinter: jüdische Emigrantinnen und Emigranten, die vor dem Nazi-Terror geflüchtet und inzwischen sehr alt sind, sollen Gelegenheit haben, die Klänge aus ihrer Kindheit und Jugend noch einmal zu hören. Elisa Wasch vom Eröffnungskonzert gestern in Tel Aviv. Sie sind mit ihren Kindern, Enkeln und teilweise auch Urenkeln gekommen. Die meisten im Publikum sind weit über 90. Aber die Gelegenheit, die Musik ihrer Jugend zu hören und auch mitzusingen, lassen sie sich nicht entgehen. Operettenmusik steht bei den heurigen Kulturtagen im Vordergrund. Eva Dvorschak, Franz Gürtelschmidt und Volksopernsänger Gerhard Ernst bringen, unterstützt von Lior Kretzer am Klavier, einen bunten Liederstrauß aus Operettenschmankerln. Auch einige Lieder des populären jüdischen Wiener Liedkomponisten Hermann Leopoldi sind dabei. Judith Weinmann-Stern hat die Kulturveranstaltung für die aus Österreich vertriebenen Juden 2013 ins Leben gerufen und organisiert sie seither immer wieder. Leopoldi ist immer dabei, weil wir bringen ja auch Künstler auf die Bühne, die selber verfolgt wurden. Und Ronald, sein Sohn, ist auch immer dabei. Ronald Leopoldi ist auch wieder da. Er hat eine Tournee hier geplant gehabt und ist kurz davor gestorben. Es war leider nicht mehr möglich. Und jetzt bringen wir seine Musik den Leuten hierher und ist für mich immer was ganz Besonderes. Volksopernsänger Gerhard Ernst über seine Beweggründe, bei den Kulturtagen in Israel mitzumachen. Weil ich glaube, dass man diesen Menschen, die ja in Wien gelebt haben, dass man denen ein Stück Wien aus ihrer alten Heimat wiederbringt. Es ist ja unglaublich, dass die überhaupt mit der alten Heimat noch was zu tun haben wollen, nach dem, was die erlebt haben. Auch der ehemalige Oberrabbiner der israelitischen Kultusgemeinde Wien, Paul Chaim Eisenberg, greift zum Mikrofon. Gemeinsam mit Roman Grinberg und Hanna Schilhan ist Eisenberg für den jiddischen und hebräischen Teil des Programms verantwortlich. Und wie hat es denen gefallen, deretwegen die Künstler und Künstlerinnen nach Israel gekommen sind, also jenen Männern und Frauen, die vor rund 80 Jahren als Kinder und Jugendliche aus ihrer damaligen Heimat Österreich fliehen mussten? Ich habe mich zu Hause gefühlt. Ich habe alle Schallplatten noch von meinen Eltern mitbekommen. Alte Sachen auferweckt, und bei so einem alten Jüngling, so wie ich bin, da kocht das Blut dabei. Das waren alles Lieder, die ich aus meiner Kindheit kenne. Und es war fabelhaft. Sie haben nur wenige Jahre ihres Lebens in Österreich verbracht, aber die Musik ist in ihren Herzen geblieben, ebenso wie auch ihre Muttersprache Deutsch. Die Muttersprache pflegen sie bis heute, dass man nicht glaubt, dass sie hier jetzt bereits seit 80 Jahren leben. Und man sieht sie mit singen, mit schunkeln, mit glänzenden Augen. Es ist eine Atmosphäre, die kaum beschreibbar ist, aber die man auch nie wieder vergisst, muss ich sagen. Das Interesse war heuer so groß wie noch nie. Die österreichischen Kulturtage in Israel wird es also auch ein sechstes Mal geben, verspricht die Organisatorin Judith Weinmann-Stern. Elisa Wasch hat aus Tel Aviv berichtet.